dem Wolfgang und dem Martin über RISC-V und was es dort so zum Thema Force gibt. Wolfgang, schieß los. Ja, ich habe mal gerade was geshared. Kann man das sehen? Da Ich sehen sehe wir es gut. gut. Ihr seht es gut, dann fange ich an. So, also ich bin so ein kleiner Mikrocontroller-Fetischist und bin dann irgendwann auch auf das Thema RISC-V gestoßen und habe mir gedacht, ja, pff, ein neuer Mikrocontroller-Typ wahrscheinlich. Mal schauen, was da alles so am Markt zugange ist und wie das überhaupt aussieht. Und da wollte ich heute mal etwas drüber erzählen. So, was schauen wir uns an? Was ist RISC-V? Schauen wir uns an. Dann schauen wir uns an, was es für Mikrocontroller-Chips für Hobbyisten größtenteils gibt, welche Boards inzwischen erhältlich sind und gucken uns ein schönes Force für RISC-V-Prozessoren an. Und im Abschluss freue ich mich schon auf den Martin Bitter, der wird uns in einer Demo zeigen, wie man eine Leuchtdiode zum Blinken bringt. Das ist total wichtig. Und er hat auch einen sehr schönen Displaytreiber geschrieben. Da freue ich mich besonders drauf, den mal in Aktion zu sehen. So, RISC-V. RISC-V ist der Hype schlechthin. Alle reden davon und mir ist aufgefallen, dass einige das, ja, soll man sagen, falsch verstanden haben oder sich etwas vorstellen unter RISC-V, was es nicht ist. Und deshalb hier mal, also was ist RISC-V? RISC-V ist eine freie und offene Befehlssatzarchitektur, auf Englisch Instruction Set Architecture, und mehr auch eigentlich nicht. Das heißt, wenn man von RISC-V spricht, dann spricht man vom Befehlssatz eines Prozessors und was dieser Befehl bewirkt. Ja, und das war es eigentlich schon. Was es nicht ist, es ist kein Open-Hardware-Prozessor, wie viele meinen. Das heißt also, die Prozessoren, die gebaut werden mit dem RISC-V-Befehlssatz, die können natürlich Open-Hardware sein. Sie können aber auch Closed Source sein oder auch irgendetwas dazwischen. Und diese Einschränkungen, die halte ich für sehr wichtig. Weil ich habe schon Leute gesprochen, die haben gesagt, oh, RISC-V, Mensch, dann haben wir ja jetzt endlich den sicheren Prozessor. Kein Spectre mehr, kein Meltdown mehr, alles perfekt. Das hängt aber von der Implementierung dieses Befehlssatzes dann in der realen Hardware ab, ob das so ist. So, und die Ziele von RISC-V sind, dass die Abdeckung vom kleinsten zum größten Prozessor gegeben sein soll. Das heißt, ich kann einen sehr kleinen Mikrocontroller, also wir reden hier von 32 Bit, das ist bei RISC-V der kleinste, bis hin zu 128 Bit in Zukunft natürlich. Aber 64-Bit-Prozessoren sind inzwischen realisiert worden mit der RISC-V ISA. Und ganz wichtig ist auch die Stabilität. Der Basisbefehlssatz, das gucken wir uns gleich noch an, was das bedeutet. Der Basisbefehlssatz ändert sich nicht. Der ist also eingefroren sozusagen. Der
kann so verwendet werden und die Compiler, die geschrieben werden, können sich darauf verlassen, dass der Befehlssatz immer unterstützt wird auch. Der Befehlssatz kann auch nicht abgekündigt werden. Das heißt, wenn es gibt Prozessorarchitekturen, da hat der Hersteller einfach gesagt, den gibt es ab jetzt nicht mehr, den Befehlssatz, und den könnt ihr auch nicht weiterverwenden. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Unterstützung extensiver Spezialisierung. Darunter versteht man, dass dem Befehlssatz eigene Befehle hinzugefügt werden. Das sage ich gleich auch noch mal etwas dazu, was das bedeutet. Und die RISC-V-Implementierung, die soll effizient für alle Mikroarchitekturen sein. Das heißt also, in Order und out of order Pipelines und Mikrocode Implementierung und so weiter, da soll es alles gut drauf laufen. Ebenfalls wichtig, gut zu implementieren sollte es sein. Das heißt also, egal ob ich jetzt ein ASIC, also einen normalen Chip baue damit, oder ein FPGA halt konfiguriere oder auch Full Custom Chips damit mache, es soll gut funktionieren halt. So, und dann habe ich mir mal zwei Einsatzbeispiele angeguckt. Western Digital, also Hersteller von Festplatten und SSDs, ist sehr früh auf den RISC-V aufgesprungen und hat groß angekündigt, dass er RISC-V-Prozessoren in all seinen Festplatten und SSDs einbauen möchte. Und das hat natürlich eine große Aufmerksamkeit nach sich gezogen und hat diesen RISC-V-Hype nochmal richtig angefeuert. Und weshalb wollen Sie es machen? Sie wollen es machen, weil Sie können eigene Befehle mit implementieren in den Prozessor. Das heißt, Sie können Zugriffsbefehle auf Speicherzellen oder auf Sektoren in den Befehlssatz mit aufnehmen, weil RISC-V halt reservierte Plätze für eigene Befehle hat. So, Moment, ich muss mal einen Schluck. Genau. So, ein zweites Beispiel ist NVIDIA, Hersteller von Grafikchips. Und die haben ein ganz besonderes, ich nenne das jetzt mal Problem, was ich auch nicht wusste. Auf diesen Grafikchips, da werkeln unter Umständen mehr als 10 Prozessoren. Aber ich meine jetzt nicht 10 Prozessoren des gleichen Typs, sondern 10 unterschiedliche Prozessoren. Das heißt also, es gibt Prozessoren, die Grafik rendern, es gibt Prozessoren, die sich um Power Management kümmern und so weiter. Und da kommen halt eine ganze Menge Prozessoren zusammen. Und das Dumme ist, die haben alle unterschiedliche Entwicklungsumgebungen, unterschiedliche Befehle und so weiter. Und da kann man sich jetzt vorstellen, dass das ein Riesenaufwand ist, so einen Chip halt programmiert zu bekommen, wenn man da jetzt ja diese ganzen unterschiedlichen Geschichten hat. So. Ja, wir müssen ein bisschen Gas geben, glaube ich. Deshalb werde ich jetzt hier mal ein bisschen schneller durchgehen. Also die Geschichte von RISC-V, die fängt an der University of California, Berkeley an. Und zwar ab 2010 haben da drei Leute, also Professor Christa Asanovic und Junsob Lee und Andrew Waterman, die werden wir gleich auch noch woanders mal wiedersehen, an der RISC-V-Entwicklung gearbeitet. Und ja, die Meilensteine 2011 gab es die erste Publikation dieses Befehlssatzes. 2011 auch
gab es den ersten RISC-V-Chip. Das ist eine Spende von ST Microelectronics gewesen, weil die Dinger sind ja auch sehr teuer in der Herstellung. Das war wahrscheinlich ganz praktisch. Und 2015 gab es den ersten RISC-V-Workshop und auch 2015 wurde die RISC-V-Foundation ins Leben gerufen. Und diese RISC-V-Foundation, die hat zum Ziel, eine offene, kollaborative Gemeinschaft aufzubauen, die einzelnen Firmen unter eine Haube bringt und denen sozusagen Unterstützung gewährt. 2018 gab es dann die Ankündigung der Zusammenarbeit mit der Linux Foundation. Und 2020, also in diesem Jahr, habe es mal genannt, Flucht in die Schweiz, weil die Foundation war in den USA ansässig und es gab Kritik, dass dort keine unabhängige Arbeit möglich wäre. Es mag an dem Präsidenten liegen oder ich weiß es auch nicht genau, aber man hat sich dann entschieden, die Foundation in die Schweiz zu verlagern, weil man sagte, das hat Zukunft. So, die RISC-V, ISA, die ist modular und erweiterbar. Das heißt also, der Befehlssatz, der baut sich zusammen aus einem Basisbefehlssatz. Und zwar habe ich jetzt hier mal als Beispiel genommen, also eine RISC-V-Architekturstruktur RV32 iMac. Das hat nichts mit Apple zu tun übrigens. Das heißt also RISC-V 32-Bit, das I steht für Integer und das ist die Basis, die immer vorhanden ist. Also jeder Prozessor muss logischerweise einen Integer-Befehlssatz beherrschen. Die anderen Geschichten sind optional. Also M für Multiplizieren und Dividieren, A für atomare Befehle und C für Compressed. Compressed bedeutet, dass der normalerweise 32-Bit lange Befehl viele von diesen Befehlen auch eine Kurzform haben, die nur 16-Bit, also die Hälfte des Platzes, beanspruchen. Dann gibt es halt noch bei etwas größeren Prozessoren Float, Double und Vektorverarbeitung. Und G ist halt die Abkürzung für Integer multiplizieren, atomar, Fließkomma und doppelt genaues Fließkomma. Und die Prozessoren gibt es auch in 64-Bit und 128-Bit. So, die Firma Sci-Five, der läuft man immer über den Weg oder oft über den Weg, wenn man von RISC-V spricht. Die sind ebenfalls 2015 gegründet worden. Und hier haben wir wieder die drei Leute, die auch an der Universität von Berkeley an dem Projekt gearbeitet haben. Die haben halt die Firma Sci-Five gegründet und haben sich als Geschäftsfeld überlegt, dass sie maßgeschneiderte und günstige RISC-V-Chips entwickeln und fertigen und verkaufen. Dazu muss man wissen, dass ein Chip zu fertigen sehr teuer ist und sie haben sich halt in der Industrie umgeschaut, wie man das günstig herstellen kann. So, im November 2016, da gab es den ersten erhältlichen Chip von ihnen. Das ist der Freedom Everywhere 310 und auch eine Entwicklungsplatine dazu, die sehen wir gleich auch nochmal. Das ist die High-Five-Platine mit einem Arduino-Formfaktor. Und spektakulär war auch im Oktober 2017
der erste 64-Bit-Vierkerner mit Support für ein voll ausgerüstetes Linux ist erschienen. Die Platine kostet ungefähr so $1,000. Ist natürlich noch ein bisschen zu teuer für den Hobbyisten, denke ich mal. So, zwischendurch nochmal zwei Buchtipps. Also wer sich für RISC-V interessiert, kann ich sehr empfehlen, den RISC-V Reader. Das ist ein Buch, was auch von zwei der Mitarbeitenden am RISC-V Ort herausgegeben sind, David Patterson und Andrew Waterman. Und ist bei Amazon erhältlich für 18 Euro. Leider ist es nur bei Amazon erhältlich, weil Amazon druckt die Bücher irgendwie in Polen. Hat mir nicht so gut gefallen. Ich hätte sie lieber im normalen Buchhandel bestellt, aber es ist nicht möglich. Das zweite Buch, was sehr empfehlenswert ist, das Assembler-Buch von Anthony J. Doss Reis. Das ist noch ein Assembler-Buch, wie man das von früher kennt, wo am Anfang noch erklärt wird, wie Zahlensysteme funktionieren. Also es ist sehr schön gemacht und ich habe es gerne gelesen. So, jetzt kommen wir zu den RISC-V-Mikrocontrollern. Den hatten wir vorhin schon. Das ist von der Firma Sci-Five, der FE310. Und der war für Leute sehr interessant, die halt sich mit RISC-V vertraut machen wollten und schon mal etwas programmieren wollten. Und damit starten wollten sozusagen. Er hat leider keinen Analog-Digital-Wandler, das erwartet man heutzutage von Mikrocontrollern. Und er hat keinen Flash auf dem Chip. Das heißt also, er muss seine Befehle aus einem seriellen Flash laden. Und das hat natürlich Geschwindigkeitsnachteile, die zum Teil mit einem Cache wettgemacht werden. Ja, aber auch nur zum Teil halt. So, und der Prozessor selbst ist ein RISC-V 32 MAC. Das hatten wir vorhin auch schon. Er kann also Integer multiplizieren, atomare Befehle und hat den Kompressbefehlssatz, um Speicherplatz zu sparen und hat halt eine begrenzte Anzahl von Peripheriegeräten mit auf dem Chip. So, dieser Chip, da hat der Martin Bitter mich darauf aufmerksam gemacht. Er hat in der CT einen Artikel gefunden über eine kleine Platine. Und ich habe zuerst nicht verstanden, was es genau ist. Der GD32VF103, er hat mich sofort an einen ARM-Chip erinnert von der Firma STM. Die stellt nämlich den STM32F103 her und der ist sehr beliebt in der Szene. Es gibt eine kleine Platine, die hat den Namen Blue Pill oder Black Pill bekommen und auch die Bitkanone 2 vom Force e.V. ist mit diesem Chip bestückt. Und die Firma Giga Device ist eine chinesische Firma, was man wahrscheinlich am Namen auch schon sieht, weil Giga und Mega und so weiter, das sind beliebte Namen in China. Die hat diesen Chip von STM schon mal, ich hätte jetzt fast gesagt nachgebaut, aber sie haben ihn nicht einfach nur nachgebaut, sondern sie haben ihn verbessert nachgebaut. Und haben die Taktfrequenz erhöht, haben mehr Peripherie hineingebaut und auch noch einige andere Verbesserungen gemacht. So, und jetzt haben sie halt mit dem GD32VF103 den ARM-Kern
herausgenommen aus dem Chip und haben ihn durch einen RISC-V ersetzt. So, und die Spezifikation ist halt, es ist auch wieder ein RV32 iMac mit 108 MHz und er hat 128 Kilobyte Flash mit Zero Wait States. Das habe ich deshalb mit Ausrufungszeichen versehen, weil es ist eigentlich nicht möglich, bei 108 MHz ein Flash zu betreiben, ohne Wartezyklen einzubauen, weil Flash-Zellen normalerweise nicht schnell genug sind dafür. Aber sie haben es durch einen Trick trotzdem geschafft, weil sie haben, also wenn man den Chip kauft, bekommt man eigentlich zwei Chips in einem Gehäuse und sie haben die 128 Kilobyte als RAM ausgeführt und die werden beim Booten gefüttert durch ein Flash, also sie werden praktisch beschrieben. Das ist also sozusagen ein Shadow Flash. So, 32 Kilobyte RAM, jede Menge Timer. Was ist noch? Achso, sie haben die CAN-Bus-Controller verdoppelt, also sind zwei CAN-Bus-Controller drin. USB ist verbessert worden. Das ist jetzt auch on-the-go-fähig. Zwei Analog-Digital-Wandler sind drin, mit jeweils 10 Kanälen und zwei Digital-Analog-Wandler. Den überspringe ich jetzt mal. Das ist ein richtiges Biest. Der ist, da gibt es kein Force für. Das ist, der ist sehr schwierig in der Handhabung. Und Leute, die sich damit beschäftigt haben, sagen, dass da noch Luft nach oben ist in der Dokumentation. Also er ist sehr schwer zugänglich. Ist aber für Leute, die sich für künstliche Intelligenz und für Machine Vision und Machine Hearing, das heißt also Audioverarbeitung, interessieren, sehr interessant. So, das ist das erste Board, was damals 2016 herausgekommen ist, hat 80 Euro gekostet, ist für einen Hobbyisten vielleicht auch etwas teuer. Und weil der Chip halt keine Analogeingänge hat, hat auch dieses Board keine Analogverarbeitung. Es ist sperrig zu programmieren für Force. Also das Force auf diesen Chip zu bekommen, ist einigermaßen schwierig und nur mit Verrenkung möglich. Der Force-Verein hat aber trotzdem im Mikrocontroller-Verleih drei Boards noch zur Verfügung, also man kann sich die ausleihen vom Verein. Carsten Strothmann ist da der Ansprechpartner, wenn jemand Interesse hat. Das ist der Nachfolger mit Funkmodul. So, und das ist ein sehr interessantes Board. Das ist der Zypeat Longa Nano und er arbeitet mit diesem Superchip von GigaDevice, dem GD32VF103, hat eine RGB-LED, natürlich braucht so ein Board, ein sehr schönes Display, 160x80 Pixel, sogar mit In-Plane-Switching, also qualitativ doch sehr hochwertig. Auf der Rückseite gibt es einen SD-Karten-Slot und, das ist jetzt wohl neu, die Boards haben eine USB-C-Buchse inzwischen, also nicht mehr Mini- oder Micro-USB. Der Preis ist ein Witz für das, was man dafür bekommt. Für 4,60 Euro ist man dabei. So, hier ist nochmal der gleiche Chip drauf. Das ist ein etwas größeres Board. Das heißt, man hat mehr Pins. Also der Chip ist in einem größeren Gehäuse. Und es gibt auch noch ein serielles Flash und ein serielles EEPROM, wo man noch zusätzliche Daten ablegen kann für 6,50 Euro. Board ungefähr in der Leistungsklasse vom Longa Nano, aber mit angeflanschtem... ich merke gerade, meine Internetverbindung ist instabil, aber es sollte noch gehen. Geht alles gut. Ja, okay, danke für den Hinweis. Dann mache ich einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Also für 6,50 Euro kriegt man dieses Teil.
Das ist ein sehr schönes Board, wenn man puritanisch einfach nur den Chip haben möchte, mit den nötigsten Sachen drumherum. Also man sieht auf dem Bild ein 8 Megahertz Quarz, dann einen kleinen Uhrenquarz, einen Spannungsregler und zwei Knöpfchen, damit man den Bootloader starten kann. Das ist eine schöne Geschichte, um ihn als sozusagen als Modul in die eigene Platine mit hineinzubauen. Und für 3 €, tja, ich würde mal sagen, da kann man nicht meckern. So, da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Das ist eine Platine, da kann man eine Kamera dran anschließen und kann dann halt Videoerkennung oder Gesichtserkennung per Videokamera programmieren. Das ist also auch eine schöne Sache. So, das Force, was auf den RISC-V-Prozessoren, die ich gerade vorgestellt habe, laufen kann, ist das MeCRISP Quintus von Matthias Koch. Und das ist ein Force, welches kaum Wünsche offen lässt. Und es ist seit etwas mehr als 2 Jahren in der Entwicklung. Der Matthias Koch ist da sehr aktiv in der Entwicklung und deklariert das aber immer noch als experimentell. Also es gibt noch Bedarf bei der Interrupt-Programmierung, aber die Arbeit mit dem MeCRISP Quintus zeigt, also es läuft schon sehr stabil. Und Highlights sind, also er unterstützt ebenfalls die Compressed-Befehle, sodass der Speicherbedarf sehr moderat ist. Einen voll ausgebildeten Assembler und Disassembler liefert er mit, sodass man sich alle Worte in dem Dictionary also auch disassemblieren lässt und so tiefere Einblicke in die Arbeitsweise und in die Implementierung der einzelnen Worte gewinnen kann. Und nebenbei kann man auch noch sehr schön Assembler lernen damit. Eine voll ausgebildete Fixkomma-Arithmetik mit trigonometrischen Funktionen und so weiter ist ebenfalls implementiert. Und er hat bereits in dieser frühen Phase eine einfache Optimierung eingebaut, die Konstantenfaltung. Und dieses MeCRISP kann halt ins Flash oder auch ins RAM kompilieren. Das ist auch sehr praktisch. Man kann also für die Entwicklung seine Programme im RAM halten und kann sie dann, um sie permanent zu machen, auch nochmal ins Flash kompilieren lassen. So, hier habe ich jetzt nochmal Links aufgelistet, wo man sich informieren kann über die verschiedenen Prozessoren und auch Boards. Ich werde gleich im Chat das PDF hochladen. Da könnt ihr euch dann die Datei runterladen, wenn ihr möchtet. Ja, damit bin ich erstmal durch und würde dann an den Martin übergeben, für die Demo. So, ich schalte mal um. Martin, bist du online? Ja, könnt ihr mich hören? Ja, gut. Du bist gut zu hören. Ihr seht mich auch, ne? Und ich fange mal einfach an mit einem kleinen Demo, was auch die Fähigkeit von MeCRISP gleich zeigt. Achtet mal genau drauf, wenn ihr überhaupt ein Bild sehen könnt, wie es sich aufbaut. Und worum ich euch bitten möchte, das ist halt eine gute Kamera. Da kommen die Farben relativ gut durch. Ja, aber ihr merkt auch das Problem, wenn ich das Ganze so halten wollte, den ganzen Vortrag über, würde euch schlecht. Das liegt an meiner ruhigen Hand. Deshalb habe ich was vorbereitet und
Augenblick hier, Share, und möchte euch was seht ihr jetzt? Ein Wellenhintergrund, japanisch. Jetzt müsstet ihr aber zwei Fenster sehen, ne? Ja, wunderbar. Ja. Und ich gucke mal, unten schwarzes Rechteck, das ist die Übersicht über das Dinke, das ziehe ich mal woanders hin. So, oben läuft MeCrisp und unten läuft das Display, das ist im Moment noch ausgeschaltet. Und ich habe ein kleines Gestell gebaut mit einer Fingerkamera, habe aber ja, leider merken müssen, dass die Fingerkamera eine sehr schlechte Auflösung hat. Ich mache jetzt das Gleiche, was ihr schon mal in schönen Farben gesehen habt, nochmal. Und ihr seht also, dass da das einfach übersteuert. Theoretisch kann man das Display dimmen, aber es ist hier auf den Longern fest verdrahtet und kriegt immer seine volle Spannung, sodass man, ja, man kann dunkle Farben wählen, aber das Dunkelste, was ich habe, ist Dark Gray und das ist auch nicht unbedingt, habe ich mich vertippt. Ja, jetzt geht's los, jetzt werde ich nervös. So. Ich finde, das sieht auch noch ziemlich hell aus. Aber als Demo anfangen wollte ich mit einem ganz kleinen Blinkprogramm. Und Martin, kannst du dahinter Licht anschalten? Vielleicht im Zimmer Licht anschalten oder so, dann wird es besser. Ich habe es extra abgedeckt, weil mit Lichteinfall. Okay. Schon besser. Ja, meint ihr? Gut. So, kleinen Moment. Ja, da haben wir es. Und jetzt schmeiße ich das. So. Jetzt Daumen drücken. Ja, genau. Ihr seht einen kleinen Quelltext. Der ist in MeCrisp geschrieben und der hat nicht die Absicht, irgendwie didaktisch zu sein, sondern einfach nur zu zeigen, dass man das Ding recht einfach zum Blinken bringen kann. Es werden da in den ersten zwei Zeilen die Ports gesetzt und in den nächsten zwei Zeilen werden die Pins an den Ports entsprechend als Outputs gesetzt. Die Pins können 16 Zustände haben, einer ist nicht definiert, dann vier mal oder drei verschiedene Inputs und vier Outputs und das noch kombiniert mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Beginn- und Antilschleife dürfte euch allen klar sein. Und wenn ich das Ding jetzt mal hochlade, aha. So. Mal gucken, wie oft er sich noch beschwert. So, die Fehlermeldung kommt weiter, aber ihr seht sie nicht mehr, ne? Und wenn ich jetzt Blinky aufrufe, na? Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Es bleibt dabei, dass es abschmiert.
Nee, doch. Also hier kann ich sehen, man sieht es nur nicht, weil wir zu viel... Nein, das ist es. Das Bild hier ist eingefroren. Und deswegen die Fehlermeldung vom VLC. Ja, Augenblick, Video. Ja, das weiß ich, aber das sieht noch schlimmer aus. Aber ich kill jetzt einfach den VLC und starte den neu. Das müsste gehen. Ja. Und 6, jetzt seht ihr den immerhin schon. Jetzt könnt ihr das Blinken sehen. Und ich muss jetzt hier noch eben dafür sorgen, dass das schön aussieht. So, die Leute bei CPEAT haben das so gemacht, dass sie das Display über die Diode gelegt haben, aber man sieht den Widerschein. Ne? Also Blinken funktioniert und das war die kleine Einleitung. Das Display selbst, ich hoffe, ihr erinnert euch dran oder ich halte es nochmal hin, ist ein Wahnsinnsteil, das hat 160 x 80 Pixel Auflösung auf 1,8 Inch, also unter 3 Zentimetern. Und wenn ich da Dinge drauf lesen will, muss ich hingehen und eine Lupe nehmen. Also dann sitze ich meistens so da. Und auch deshalb ist das mit dieser Kamera für euch besser zu lesen. Was der Wolfgang nicht erwähnt hat, was ich euch kurz zeigen möchte, ist, dass es zu dem Assembler eine wunderschöne Referenzkarte gibt. Die schmeiße ich auch mal eben rüber. So, ist zwar jetzt ein bisschen dumm in der Darstellung, aber auf zwei DIN A4 Seiten ist der gesamte Befehlssatz. Das heißt, wenn man sich ein bisschen anstrengt, kriegt man den in einen Kopf rein und zwar permanent. Also so, dass man mit relativ, ja, man kommt mit relativ wenig Nachblättern aus. So, jetzt habe ich mir meine Notizen weggehauen. Ja. Was ich brauche, um das Display zu laden oder zu bedienen, ist eine SPI-Schnittstelle. In der Doku steht oder sind sehr viele Schnittstellen aufgeführt. Ach, so. Und zwar, wenn wir auf Seite 10 gehen, könnt ihr das sehen? Ist das trotz der drei Fenster groß genug? Ich könnte das auch kurzfristig versuchen, größer zu machen. Man kann sehen, dass es ein Dokument ist. Mach doch Presentation-Modus. Geh doch auf Ansicht und mach
Mach Präsentationsmodus. Ja. Gut. So. Also das ist ein Wahnsinnsding. Es kann halt über SPI und I2C angesprochen werden. Es ist aber auch für ein paar Chip-Familien, die mehr Leitungen zur Verfügung haben, vorbereitet und kann bis zu 18 Leitungen auf einmal benutzen, um zu kommunizieren. Das sind dann Parallel-Interfaces hier für die 8080er-Serie und für die 6800er-Serie. Und bei dem SPI-Interface ist auch wichtig, dass es ein sogenanntes 3-Line-Interface gibt und ein 4-Line-Interface. Und die bedeuten einfach, dass die von CPIC sich eine ganz eigene, wahrscheinlich ist sie auch in anderen Gegenden üblich, Ansteuerung für die Hardware ausgedacht haben. Und zwar ist es ja beim SPI normalerweise so, man hat eine Leitung, die wackelt und eine Leitung, die sagt, jetzt lese ich, jetzt schreibe ich. Und dann wird auf der Leitung halt entsprechend antwortet dann der Gastgeber oder der Einladende. Und hier ist es so, dass die Leitung von beiden genutzt wird, auf denen gewackelt wird. Normalerweise sagt man ja eine MISO und eine MOSI, also Master in, Slave out und umgekehrt. Und hier wird dafür eine Leitung benutzt und dafür wird dann ein Pin rauf und runter gesetzt. Und wenn man das hier mit dem Longarm machen will, ist man gezwungen, dieses Protokoll zu verwenden, weil das fest verdrahtet ist. Man kann also nicht wählen, sondern man ist tatsächlich darauf angewiesen, dieses Ding zu verwenden. Wo habe ich jetzt den hingeschmissen? Ich habe mich jetzt durch diesen abgestürzten Bildschirm verloren. Ich finde im Moment nicht das, was ich euch zeigen will. Muss ein bisschen. Mich durchklicken. Nö. Ach da. So, dieser SPI-Treiber erlaubt es also einem dann auf den Chip zu schreiben und zwar mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Die einfach indem die Leitung umgeschaltet wird. Was ein bisschen schwierig ist, ist dann das Lesen, weil da auch wieder ein eigenes Protokoll ist. Die schalten dann diese 3 SPI-Leitung um, indem sie eine etwas ungewöhnlich lange Lücke machen. Und deshalb fällt es dem Hardware-Modul schwer zu lesen von dem Chip. Im Moment zeige ich euch also das Ganze mit einem SPI-Software-Modul. Und da kann man dann auch gut von dem Chip lesen. Und das ist eigentlich sehr schön, weil er unter anderem zum Beispiel einen Befehl hat, der an... So. Der ihm anzeigt, wie es dem Chip geht. Also die 255 sagt im Moment, er hat kein gebrochenes Glas entdeckt, zum Beispiel. Das, was ich, wenn ich es denn bräuchte, am meisten brauchen würde, wäre das. Das zeigt mir nämlich an,
wie das Memory gesetzt ist. So, und da wären wir schon bei einem der Features, was ich euch zeigen könnte. Und zwar kann man das Ding in verschiedenen Modi betreiben. Wenn ich jetzt oh, ihr könnt es nicht sehen, schade. Ja, das übersteuert so, dass ihr die Schriften einfach nicht sehen könnt. Ich versuche mal, ja, vielleicht so. Nimm mal die schwarze Platte dahinter weg. Oder was ist das? Ah, jetzt. Die schwarze Platte verhindert das Gegenlicht vom Fenster. Ah. Also, no, ich habe... Martin, das Gegenlicht vom Fenster verhindert das Übersteuern. Mach sie weg. Ja, besser. Ja, gut. Besser. Die Fonts sind, die beiden oberen habe ich vom Matthias übernommen. Der unterste ist ein Linux-Terminal-Font. Habe ich einen Konverter für geschrieben. Und besonders stolz bin ich auf das German mit den Umlauten. Das Ganze kann also UTF-8. Jetzt könnte ich nochmal das mit dem Portrait zeigen. Und das ganze Ding ist jetzt also gekippt und das gleiche im Landscape-Modus. Dann hätten wir das so geschrieben. Das wird halt über dieses MAD-Control gesteuert. Man schreibt in ein Register, in welcher Reihenfolge der Chip beschrieben wird, also von oben nach unten, rechts, links, mit welchen Farben und solche Dinge. Und so dass man kann das Ganze auch noch spiegeln und alles nur, indem man in dieses eine Register Werte reinschreibt. Ich wollte euch ein bisschen Quelltext zeigen. Oh oh. Ja, doch, da ist er doch. Wie ich das gemacht habe, und zwar gibt's ja, 2-3 Dutzend Kommandos, die man an den Chip schicken kann. Dafür habe ich mir ein Defining Word geschrieben, was jetzt in der zweiten Version einfach den Wert der oder die Registernummer speichert und wenn Parameter übergeben wird, je nachdem entsprechend viele vom Stack nimmt. Hier wird also angegeben, welche Registernummer gemeint ist. Hier wird angegeben, wie viele Parameter dieses Kommando braucht. Das mit den meisten Parametern, 128 Stück, ist ein Kommando, mit dem man die Lookup-Tabelle für Farben setzt. Da lasse ich schön die Finger von, ehe ich was durcheinander bringe. Es gibt auch noch Befehle, um ins NV-RAM zu schreiben. Man kann nämlich bei dem Teil, ihr habt das
gerade vielleicht gesehen. Seine ID abfragen. Die dann aus drei Werten besteht und diese zwei Werte sind frei programmierbar, wenn man an dem Chip eine Leitung mit 7,5 Volt setzt und dann hier den entsprechenden Befehl aufruft. Ich habe alle Kommandos, die in der Doku stehen, programmiert und die meisten auch ausprobiert. Und hier habe ich sie dann in Force-Worten zusammengefasst. Und das ist also meine Basics. Zu den Basics gehört auch das Schreiben, einmal hier in den verschiedenen Orientierungen, Landschaft, Porträt und das Ganze noch jeweils horizontal oder vertikal gespiegelt. Und der Chip hat eine Besonderheit, der setzt kein Pixel, sondern er setzt eine Region. Das heißt, wenn man den entsprechenden Befehl absetzt, einem für sich sind das drei, man setzt einmal die XY-Start, also die X-Start- und Endwerte einer Region und zum zweiten Mal die Y-Werte einer Region. Das sind dann schon zwei Befehle. Und dann sagt man, ab jetzt geht alles, was ich geschrieben habe, in diese Region. Und dann schmeißt man einfach seriell Farbdaten rüber und muss sich natürlich vorher überlegen, wie die Farbdaten aussehen, sodass ich für mich sage, das Ding setzt keinen Punkt, sondern der Punkt ist die kleinste Region, die es hat. Und an und für sich legt man, ich habe das Shape genannt, legt man mit einem Shape fest, wie diese Region ist, wo die sitzt und wie groß die ist. Da kommt es oft vor, dass ich sowas habe, dass ich ein XY habe und nochmal ein XY oder dass ich eine Breite zu einem XY addieren muss oder dass ich zwei XYs addieren muss. Und deshalb habe ich eine kleine Befehlssammlung geschrieben, die das alles im Macris Assembler machen. Und das würde ich euch auch gern einmal zeigen. Und ich habe gerade schon gesagt, dass ich von dem Assembler schwärme, weil er ist, ja, ich finde ihn recht einfach. Und ich habe den hier, denke ich, gut auskommentiert. Ne? TOS ist klar, Third of Stack und dann landet ein bisschen in den verschiedenen Registern und zum Schluss werden sie zurückgeschrieben. Und das Schöne bei diesem Wort zum Beispiel ist, dass ich den Stack gar nicht manipulieren muss, sondern nur die Inhalte auf dem Stack. Und das gefällt mir ganz gut. Martin, 5 Minuten noch. So, das wäre jetzt, das sind die Basics. Wenn ich die Basics habe, kann ich ein Rechteck setzen. Das kann natürlich auch quadratisch sein und ich kann das mit unterschiedlichen Farben füllen. Aber man möchte ja eigentlich mehr. Ne? Deshalb gibt es ein Grafikpaket. Das Grafik kann Linien, Kreise, auch gefüllte Rechtecke, gefüllte Ellipsen, gefüllten Kreis. Was ich nicht gemacht habe, ist gefülltes Dreieck, weil Dreieck kann als Shape nicht übergeben werden. Und ich habe etwas gemacht beim Bresenham, das muss ich noch überlegen, ob das oder testen, ob das wirklich gut ist. Der Bresenham kann ja zur Lebensphilosophie werden. Wenn du etwas nicht perfekt machen kannst, dann mache den kleinsten Fehler, der möglich ist. Und das ist der Bresenham. Wenn der also eine Linie zeichnet, guckt er ja, wenn ich hier geradeaus gehe, bin ich dann auch richtig? Oder ist der Fehler kleiner, wenn ich einen hochgehe? Ja.
Und wenn der Fehler kleiner ist, wenn er hoch geht, dann geht er halt hoch und fängt immer wieder so von vorne an und zunächst halt so eine bedachte Schräge in Stufen. Ist nicht ganz so einfach und muss geguckt werden, wie die gerade fällt sie oder steigt sie und in welche Richtung geht sie, wie werden die Punkte übergeben. Das ist ein bisschen kompliziert, aber im Grunde genommen, wenn man das einmal geschnallt hat, da wird ein Fehler untersucht und dann wird geguckt, dann ist das super einfach. Und beim Kreis ist es ähnlich, weil da die Änderung immer um ein Pixel und das Quadrat von 1 ist 1 und die Wurzel aus 1 ist 1 und man muss nur vergleichen mit einer Festwertwurzel, die man sich irgendwo speichert. Und selbst wenn man das alles quadriert, spart man sich noch das mit der Wurzel. Also ist auch ein sehr schöner Algorithmus. Aber dieses Ding hat ja die Besonderheit, dass es seine Stärken dann hat, wenn es Regionen füllt. Und eine waagrechte oder senkrechte Linie ist ganz einfach. Das ist eine Region, die halt so lang ist wie die Linie und so ein Pixel breit. Deshalb bin ich hingegangen und habe den Bresenham etwas abgeändert. Und zwar, ich erzähle das nur. Wird bei mir kein Pixel gesetzt, sondern es wird immer nur geguckt, ab wann wird ein Pixel höher gesetzt und dann wird die entsprechende Linie geschrieben. Das ist bei geringen Steigungen deutlich schneller. Der Worst Case ist eine Steigung von 45 Grad, weil da bei jedem Punkt nachgeguckt wird. Es wird ja immer geguckt, muss ein neuer Punkt oder bin ich eine Linie höher oder bin ich eine Reihe höher oder nicht. Und das macht die Sache dann langwierig. Um das zu testen, habe ich das geschrieben, aber ich habe es noch nicht ausgemessen. Das läuft jetzt auch langsamer als üblich, weil ich ja das Software SPI genommen habe, damit ich euch die Lesefähigkeiten zeigen konnte. Ich habe auch ein Hardware SPI und dann läuft das deutlich schneller. Ich muss eben die Batterie hier wechseln. Und deshalb gibt es das schöne Wort Grafikdemo. Das zeigt jetzt erstmal ein Moiré, dann wartet es 3 Sekunden. Und ich finde, es kommt gut rüber. Und der Ball ist einfach ein gefühlter Kreis, der auf einer grauen Ellipse sitzt und hat daher einen sehr räumlichen Eindruck. Und die Ellipse wird auch, die wird mit Blau gemalt und dann mit Weiß übermalt. Also das zeigt dadurch, dass man keine Artefakte oder stehen gebliebenen Punkte setzt, wie genau der Bresenham hier ist. Und das Sechseck ist mit Linien gemalt. Das sind halt 4 schräge Linien und 2 waagrechte Linien einfach in diesem Koordinatensystem. Und beim Programmieren habe ich das halt mit Sinus, Cosinus, aber dann als Festwert gemacht. Sinus 30 Grad ist 0,5 und Cosinus ist 0,866 oder sowas. Und das ist dann fest reingeschrieben. Was ich euch noch zeigen will, der Chip hat eingebaute Scrollfähigkeiten. Man gibt als erstes wieder als Shape, als Region an, welcher Bereich soll gescrollt werden. Und dann sagt man im Prinzip, das wird dann in Speicher gelesen. Und dann sagt man so, und jetzt will ich in ein Fenster reinscrollen und sagt dann immer von dem Speicherbereich, welche Linie an den obersten Rand gescrollt werden soll. Das Ganze sieht dann sieht dann so aus. So, das wird jetzt in den Speicher gelesen. Jetzt habe ich die beiden Ränder gefüllt
und habe auch gesagt, scrolle das, was dazwischen liegt. Und dann wird aus guten Tag Taten. So. Ich kann die Scrollrichtung ändern, ich kann auch die Geschwindigkeit ändern, aber kürzen wir ab. Jetzt habe ich das in den Speicher gelesen, habe aber die beiden Ränder nicht überschrieben. So. Verpasst habt ihr jetzt, weil ich mich hier in den Tasten vertan habe, dass auch der ganze Bereich sehr sachte gescrollt werden kann. Aus Zeitgründen wiederhole ich das nicht. Was ich auch programmiert habe, ist halt das Einlesen von Grafiken oder von fertigen Bildern. Das sind Bitmaps und die Farben sind hier bei dem Display kodiert in 16-Bit, 565 RGB. Und GIMP bietet das auch als Option an, die Bilder in diesem Bitmap-Format zu speichern. Und deshalb ist es eine ziemlich einfache Sache, diese Bitmaps hier auf dem Display darzustellen. Und es ist ein bisschen schade, dass, also meine Frau hat das Foto gemacht von dieser schönen Blume und ihr hättet es verdient, das in mehr Schönheit zu sehen. So, ich habe zwei Applikationen geschrieben. Eins nenne ich Manhattan. Ich weiß nicht, wer von euch die Manhattan-Grafik kennt. Die hat sich irgendwer mal in den 80ern oder 90ern ersonnen. Und ich kannte das bis dahin als Taxigeometrie. Und als ich jetzt hier das für vorbereitet habe, habe ich gelernt, dass es auch Manhattan-Grafik oder Geometrie heißt. In Manhattan, was ja rechtwinklig angelegt ist, können Taxifahrer nur rechts und links abbiegen. Und wenn man von einem Punkt A nach Punkt B will, gibt es in der Regel keine direkte Verbindung. Man kann halt keine Schrägen fahren. Und wenn man eine ganze Geometrie darauf aufbaut, hat das, ja, schöne, seltsame Konsequenzen. Zum Beispiel ist der Pythagoras, ändert sich nicht zu a² plus b² gleich c², sondern der ist a plus b gleich c. Wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, werdet ihr das einsehen. Und das hier zeigt halt die Fähigkeiten oder was man alles erreichen kann, wenn man sich nur auf so eine Grafik beschränkt. Also wenn man nur rechtwinklig zeichnen kann, da kann man schon eine Menge mitmachen. Ne? Und sieht gar nicht schlecht aus und ist im Endeffekt sogar etwas schwieriger zu implementieren als eine normale Turtle-Grafik. Aber ich komme hier ohne Mathematik aus. Bei der Turtle-Grafik, da benutze ich die Fixpoint-Mathematik von dem Matthias, den Sine 31, 32. Und die ist auch sehr schön genau. Wenn man nämlich ein paar Turtle-Grafiken sich ausdenkt, dann merkt man, die Linien, die überdecken sich genau. Es gibt keine Abweichungen. Ne? Und ja, ich denke, ich habe das Display ziemlich ausgereizt. Man könnte noch ein bisschen am Scrollen arbeiten. Und der Matthias war so lieb oder so nett und hat gefragt, ob er das in das nächste Release übernehmen kann. Und da habe ich nicht Nein gesagt. Ich schmeiß mal eben das noch weg, damit das größer ist. So ist das Ganze aufgebaut. Ich brauche also eine Millisekunde. Ich selbst takte mit 104 MHz. Ansonsten wird die Grafik doch sehr langsam. Ich kann entscheiden, ob ich SPI in Hard oder Soft nehme. Das hier ist Muss, das ist auch Muss. Und ab da kann man wieder entscheiden, will man die Sache mit den Fonts haben. Das Scrollen ist davon unabhängig. Will ich Bitmaps lesen?
die Bitmaps liegen ja auf der SD-Karte. Dann muss ich halt auch ein Modul haben, was von der SD-Karte lesen kann. Manhattan ist auch direkt mit den Basics aufrufbar. Turtle-Grafik braucht aber, das habe ich hier jetzt vergessen reinzuschreiben, braucht zwingend die das Fixpoint-Mathematik-Paket. Was noch ist, es läuft sowohl im RAM als auch im Flash, was nicht ganz selbstverständlich ist. Also ich habe ja im RAM entwickelt, so wie der Wolfgang das empfohlen hat, und dann werden zum Beispiel Puffer nicht initialisiert und Variablen, die man dachte, dass sie da wären, haben doch einen falschen Wert. Bei Farben fällt das erstmal gar nicht auf, weil es sieht immer bunt aus, aber irgendwann merkt man, es sind völlig falsche Farben. Gut, wie gesagt, das Ding ist zu kriegen und ich habe etwas mehr als eine halbe Stunde gebraucht. Ich werde jetzt damit dann fertig. Super, Martin. Vielen, vielen Dank. Ja, klasse, Mensch, das ist ja unglaublich, wie viel du da reingesteckt hast an Arbeit. Ja, das stimmt. Als der Matthias gesagt hat, er hätte es gern fürs Release, da ist die, sag ich mal, das ist, man ist gebauchpinselt, aber man hat auch die Arschkarte. Weil wenn man sowas für sich schreibt, dann blöp, quick and dirty. Und jetzt fängt man an zu überlegen, wie drücke ich mich verständlich aus? Muss ich das nicht doch ausfaktorisieren, damit es schöner aussieht? Und es ist eine Menge, also das war nochmal, glaube ich, mehr Arbeit als das eigentliche Coden. Ich muss mich gerade ausklinken. Ich gebe dem Gerald den Host und wir treffen uns dann um 20 Uhr wieder. Ist das okay? Okay, passt. Ich habe den neuen Link. Den neuen Link habe ich schon in den Chat gepackt. Der ist auch auf dem Wiki zu sehen. Also okay. Nicht wieder diese gleiche Verbindung, sondern dann gibt es eine neue Verbindung. Ach so, was ich noch sagen wollte, vielleicht hört ja bei Twitch auch jemand zu. Das Ganze wird ja angesteuert durch einen Treiber-Chip, ST7735S heißt der. Und der kann, so wie er ist, auch andere Displays betreiben und größere. Und die sind aber teuer. Es gibt im Prinzip logisch das gleiche Display, also mit auch 80 mal 160 Pixeln, aber dann in schön groß, sodass ich da auch die kleinen Fonts drauf lesen könnte. Aber erstaunlicherweise ist das teurer. Da hätte ich aber noch eine Frage. Also irgendwie jemand den Trichter hat und möchte mir sowas schicken, her damit. Ja. Ich hätte eine Frage dazu. Und zwar, du hast mir da sehr viel Arbeit abgenommen, weil ich auch so ein Display eben verwendet habe und auch verwenden will jetzt noch. Ich wollte eben nur fragen, du hast das ja sehr schön abstrahiert scheinbar, die ganzen Schichten, oder? Das heißt, du musst ja nicht unbedingt jetzt das betreiben. Du könntest ja auch ein E-Paper-Display betreiben, wenn man den Treiber darunter ändern kann. Ja, es setzt schon an auf diesem ST7735. Wenn du mir sowas schickst, kann ich gucken, sobald der Treiber oder die Basics laufen, ist der Rest dann wieder abstrahiert. Das meine ich, das soll ein Set Pixel oder was auch immer weiter unten oder Regions und sowas, und wenn man die implementiert, dann kann man alles drüber verwenden. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dann quasi ein Set Pixel oder Set Region oder was auch immer du da unten hast, aber dann Linien zeichnen und Kreise und Ellipsen und das ganze Zeug. Das geht dann von selbst, das ist ja allgemein, nehme ich an, oder? Das geht dann von selbst, ja. Cool, ja. Sehr der Matthias hat auch ein kleines Grafik- und Fonts-Tool bei sich dabei gegeben, aber er hat halt kleine Fonts, die liegen im RAM und deshalb müssen die klein sein, weil die ja Speicher fressen, und der braucht nur ein Put Pixel und Page. Okay. Und auch das kann man damit machen und dann kann man mit dem von Matthias weitermachen. Das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber das habt ihr vielleicht im Quelltext gesehen.